Also ehrlich mal, Freunde, manchmal bin ich einfach zu bescheuert, um es einfach wahr sein zu können. Das, also, Alter. So, und letztens haben wir gesehen, dass wir hier unten waren. War am ersten Nogi wieder in der Küche, nicht wahr? Und der Speisesamen sitzt ja hier schon. Moment, Speisesamen hier und dann, genau, hier wieder. Hier waren wir auch schon. Also irgendwie können wir das ja, oder, ist egal. So, also, damit es wieder weitergeht, müssen wir dann ganz kurz nach unten. Natürlich hier falsch, Entschuldigung, genau, das ist die Arena. Und da müsste doch eigentlich eine Abkürzung geben, weil sonst muss man wirklich, also so ist man ganz kurz so nochmal. Wenn es klappt, gut, wenn es nicht klappt, muss ich halt wieder manuell zurück, sprich per Schnellreise und mich dann so ein bisschen vorantasten. Müsste doch eigentlich so klappen, oder? Da ist auch noch was, oder? Das Küchentor scheint abgeschlossen zu sein. Ja toll, aber ich habe einen Schlüssel. Hier liegt was oben, dort vorne auch noch. Theoretisch könnte es doch sein. Todeslitschi, es klingt nicht nach dem Schlüssel, wenn ich das sein soll. Herzschraube. Ja, jetzt weiter mache ich auch eine Schraube im Herzen. Nö, ist nichts aus. Moment, da vorne leuchtet noch etwas auf. Eine Herzschraube in der Luft ist klar, das ist schon ein versteckter Schlüssel. Okay, okay, kommen wir ja also nicht durch. Schön. Von der anderen Seite dann. Och, Mensch, ich schon wieder. Geht's aber trotzdem hier durch und dann muss es doch hier irgendwie weitergehen. Kann doch hier rüberspringen, genau. Und dann, ja. Und dann die gute Frage, kann ich jetzt hier durch oder muss ich da wieder runter? Das ist der ganz alte Weg, hey, Scheibenkleister. Nee, das hat auch noch nichts. Wieso schubst du mich? Die haben mich ja voll geschupft. Na toll, ein kleines Bad nehmen, hey, ist doch auch lustig, toll. Ah, okay, war vermutlich der falsche Weg, den ich gerade genommen habe, aber so klappt es ja scheinbar irgendwie auch. Hm. Ja, seltsam. Wir kommen wieder hier unten. Und hier oben versucht er einen zu bohren. Soll er ernst sein, oder was? Alter, es ist Samstag um etwa 7 Uhr abends. Kann ich bringen, Leute? Das geht doch nicht. Du. Ja, munter schon. Egal, was ich sage, ist jetzt sowieso verrückt. Ich habe gerade irgendeinen Kommentar gelesen auf Facebook von wegen, dass ein Mann, der scheinbar seine Freundin zu sehr zum Stöhnen brachte, jetzt irgendwie sechs Monate in der Gitter muss, weil seine Nachbarn darüber aufgeregt haben, dass er, also dass sie halt so laut ist. Ich meine, sorry, aber geht's eigentlich noch? Nur weil er halt so gut darin ist, soll jetzt auf den Knast gehen und der Nachbar ist sowieso nur neidisch, also. Ich meine, ich kann es natürlich teilweise verstehen, wenn es natürlich immer wieder der Fall ist und so, und vielleicht dann der Nachbar vielleicht ein bisschen genervt ist, etc. etc. Und hat auch ein bisschen seiner männlichen Ehre vielleicht ein bisschen verletzt fühlt, aber deswegen direkt einen quasi Kontrahenten und Nachbarn. Also, ehrlich mal, 6 Monate nur für so etwas, nee. Das ist doch. Also, manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr, ganz ehrlich. Ja, verstehe ich die Welt nicht mehr, aber gut, wenn es natürlich solche Typen gibt, vor allem natürlich solche Typen Gerichte, die das Gefühl haben, ja, der ist laut und so, die Frau, die darf niemals stöhnen, das geht nicht, sie macht irgendwas falsch und so, oder beziehungsweise das richtig und wir machen das falsch, das darf nicht sein. Sonst kommt vielleicht meine Frau noch auf solche Ideen, nee, du musst sofort in der Gittern. Ja, und wenn das die Idee ist, dann ist er auch nach der Welt. Dann ist hier echt was kaputt. So, seht ihr, Freunde, was ist denn wieder hier? Aber das Team hier geht gar nicht, sorry. Dixon kann ich nehmen. Wani ist auch gut. Schul, komm jetzt mal raus. Ich brauche jemanden zum Heilen, sorry, aber es war. Dixon. Immer auf die Dixon. Dixon wäre es dann richtig. Du. So, dann wie gesagt hoffen wir mal, dass da wieder mal nur so ein Endboss-Fall von diesem, naja, von der Leibgarde halt von Dixon ist. Von Dixon, Quatsch, von Dixon.
Also dann bin ich hier. Mann! Diesen Namen immer. Willst du einen Namen in dem Spiel? So, kommt das letzte Mal. Na, geht doch. Und da kommt auch schon der ganz große Meister Degros. Ja, für mich auch ein bisschen meisterhaft. Der lässt sich nicht schwanken, das ist natürlich ganz faul. So kritisch rate, komm, ich muss langsam sitzen. Verdammt, ich, ey. Oh Mann, eine kritische Rate da 100% ist, übrigens nicht. Na gut, wenn es wenig sauer war. Das wird's wohl sein. Bis jetzt halten wir ganz gut noch. Ich meine, der Typ ist 2 Level höher. So lege ich recht schon mich mal dann mit ins Face Team nehmen soll und für Schulk raus. Ich habe das Gefühl, damit kann man ja austeilen an Schulk. Komm auf mich los, komm auf mich los. Wo ist jetzt hier Zielzwang? Ah, das ist das Falsche. Hä? Sag mal. Hä? Ich bin nicht. Also, entweder habe ich gerade. Ich habe gerade einen Knick in der Optik. Das ist gerade 2 Level hoch. Oh, ich bin zu Level 80. Hä? Wer hat denn das gemacht? Jetzt sehe ich auch die blaue Aura und plötzlich. Der Hintergrund seines Namens wird so grün aufleuchtet, ist natürlich auch alles, aber wow, Alter, das wird wehtun. Bin ja nicht kampfunfähig, aber könnte trotzdem ganz cool sein. Verdammt. Als will ich habe dafür. Oh, Zielzwang wird jetzt ein bisschen doof. Der Typ ist sauer, verdammt. Ich hätte Schulk doch mitnehmen sollen. Ich hab jetzt die legendäre Klaue zu spüren. Scheiße. So, der Gehalt, dankeschön. Muss ausweichen. Ja, super, geht auf den nächsten Gegner los. Legendäre Klaue wird wehtun. Boah, Alter. Der arme Wine. Oh scheiße, kein Tank mehr. Ich hab kein Tank mehr. Alter, deine Power. Du. So, down sind die Kleinen. Kleinen sag ich schon. Die Audienztreppe, ist erschienen. Ja, sehr schön. Ah, ne, Safe Point. Na Gott sei Dank. Okay, es war ein härter Gegner, vor allem, dass er plötzlich ein paar Level aufgestiegen ist. Mein, hallo? Wann gibt's denn sowas? Das ist natürlich auch fies. Hey, wo sind hier die Gegner? Der kann doch in die Gegner hier drauf. Hm, crazy. Hey. Moment mal, ich bin ein bisschen verwirrt. Da geht's hoch, da ist klar, da kann ich dort, wo vorher war. Was denn hier? Hä? Was ganz Neues. Ja, muss trotzdem überlegen, ob ich jetzt Schulk nicht doch, also sprich, dann bin ich statt Schulk ins Team nehmen soll. Weil dann bin ich da echt was drauf. Not bad. Also mein Alu war Level 80er Gegner, wenn es dann mal Level 76 ist. Dafür haben wir ziemlich gut klein gekriegt. Das ist nicht so übel. Na, oh, kleine Abkürzung. Was als Abkürzung ein längerer Weg ist, ein Umweg ist es. Hey, oder ist das. Das ist ein anderer Porter. Was zum Henker? Ich habe hier zwei Porter. Ich bin verwirrt.
Ja, jetzt ist es natürlich auch laut, wenn ich den gleichen Part gegangen wie vorhin, aber dachte, wenn ich... Okay. Also habe ich es irgendwie ursprünglich auf der Karte richtig gesehen, wollte ich in die richtige Richtung, aber habe mich falsch umgedreht und... das ist ja... Schrecklich ist das, wenn man sagen, es ist nicht Zorro von One Piece. Aber echt mal. Okay, Leute, ich denke trotzdem mal, der Kanking Dixon wird bald schon heranschreiten. Bis dahin sollte man vielleicht mal ein neues Team überlegen, zumindest mal so. So, jetzt aber stimmt's aber. Komm schon. Geht nach unten, kann nicht. Das ist was anderes hier, ein anderer Durchgang. Und die Frage ist, wo führt der hin? Gunning ist jetzt bloß. Oh, ein rotes Item auch noch. Ist das ein Sidequest? Eine Wutaffe, ein Küchenschlüssel. Ah, das ist unten. Ja, aber wie komme ich denn jetzt hin? Ich komme gar nicht mehr nach unten. Geht doch gar nicht mehr. Hä? Wie komme ich jetzt nach... Wie komme ich jetzt nochmal runter? Gute Frage. Leerer Thron! Okay, Reisepunkt. Wieso, also, Freunde, das spare ich jetzt trotzdem mal, für den Fall, dass nach gleich Dixon kommen würde. Dann nehmen wir zumindest mal hier noch... Moment. Am Liebpunkt kann ich etwas machen. Ryan Ricky. Ja, vielleicht geht's ja trotzdem. Komm schon, ihr seid doch schon happy miteinander. Na, na. Happy Fish, ihr seid doch alle happy miteinander. Nö, sind sie nicht. Okay, Leute, ja, wenn wir sagen, da ist der Speicherpunkt. Speicherpunkt sage ich schon. Der Transportpunkt. Part ist bald zu Ende mal wieder. Würde ich mal sagen, ich speichere es hier mal. Neuen Safe Stick, genau hier oben. Das alte Devil, leider Gottes. Was soll's, und gucken wir mal, wo wir hier rauskommen, wenn es direkt beim Kampf gegen Dixon ist. Dann habe ich ein Problem. Das große Tal, okay. Ach du Scheibenkleister, ich rede schon. Das sind üble Viecher. Unschulden, glaub's auch. Also hier irgendwie Level 80 erreichen hier oben, wa? Das kann was werden. So, mal gucken, haben wir was drauf, Leute? Immun gegen Schwanken, schon wieder, Alter. Das ist gerade der falsche, Entschuldigung. Habe ich voll den falschen gewählt. Ruhige Seele. So, noch ein bisschen Zielzwang, kann ja eigentlich nicht schaden. Summon Aqua. Wow, was ist denn das gerade? Albert ist geschwächt. Mid ist gleich down. Was denkt man, das ist eine Attacke? Okay, nur 8000 Erfahrungspunkte. Ein bisschen weniger, aber ich fürchte ja wirklich, dass, ja, dort wohl echt nicht mehr lange bis auf Dixon treffen noch. Nee, viel zu früh noch. Ja, 4 OG, großes Tal. Wo ist er denn überhaupt? Wie, das war jetzt ein 5. OG? Ach du Scheibenkleister. Wir treffen bald auf Dixon, wie viel zu schwach. Das aktuelle Team ist gar nicht mal so übel, wa? Mele kann gut austeilen, sie heilt auch ganz gut. Widerstanden war ja klar. So, mein berüchtigte Mehrfach-Kombi. B drücken ist angesagt. Naja, dreimal bloß. Ja, das geht vermutlich auch höher, wenn ich irgendwie Harmoniepunkte von ihm höher habe oder sonst irgendwas. Können wir zumindest mal so vorstellen. Wow. Wahein, was treibst du dort? Schon wieder, was machen die mir das plötzlich? Wow. So viel Schaden plötzlich. Melia, halt dich, sonst bist du gleich tot.
sie will sich nicht heilen. Der Wasserruf hat sie wohl keinen Bock drauf. Schwanzschmetterer. Oh. Ja, geblockt. Das macht ihm nichts, er wird überleben. Wohingegen nicht. Und tschüss. Jetzt wird er aber richtig sauer. Hä? Was ist denn jetzt der Gegner? Dort ist er! Melia, heil dich mal! Jetzt Hitzeflimmer, das wär's krass, ey. Muss mir ausweichen. Aber wenn ich habe, ist immer gut. Für meine Technik. Du, 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 du. Nee, so schwanken die einfach nicht. Immun, immun, ja, das sehe ich auch aus. Hatten wir voll im roten Bereich die ganze Zeit. Nein, orange wohl eher. Das geht plötzlich ganz schnell. Verrückt, verrückt. So, hier kann ich auch nichts mehr machen. Was sagt die Zeit? Wartet mal vorbei, der Part. Ist ja ganz toll. Geht trotzdem mal ganz kurz hoch. Du, 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 du. Und auf jeden Fall ist gleich Dixon. Dixon sage ich schon. Ja, Dixon kommt und wir. Sieht fast so aus, wa? Sind bereits im richtigen Stockwerk. Ne, sind immer noch 4 OG. Hm. Kann die Punkt mal prüfen? Was hat denn hier Schönes? Schala Melia in der Zeit. Oh, Melia ist eine gute Idee. Beziehungsweise Melia durch Schala setzen. Zack, zack, zack. Wie sieht's aus? Zeitloch. Egal, machen wir ein bisschen länger. Das klar, habt schon. Habt ihr für ein Level? Ist ja lachhaft. 73. Wollen wir verarschen? Euch mache ich platt, dir dämlichen Dinos. So, ein bisschen ausweichen. Sehr gut, Zielzang auf mich. Oh Mann, ich bin aus dem Mikro gekommen. Das gibt's doch nicht. Du, du, du. Also, down, wie geht das immer so schnell? Anfangs siehst du irgendwie gar nichts, wird doch du, 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 weg sind sie. Tja, Leute, wir haben hier ein neues Dreamteam angeführt von Dunben, dem Schlitzer McCurk. Der ist dabei, der ist so übel drauf, ey. Also der macht echt Schaden, der gute Dunben, der ist ja unglaublich. Und immer ganz locker lockig aus dem Handgelenk, der gute. Ich glaube sogar, versuchst du erstmal einen Kampf von Dixon mit diesem Team hier. Man klar, ich will natürlich Schulk schon dabei haben, keine Frage. Was Team ja funktioniert gerade so geil und ja. Wenn man so ein neues Team zusammen hat. Und so haus mal ein bisschen testen. Endlich mal umgeworfen. Und dann blutet er für immer und ewig. War schön und gut, dass wir hier so alles haben. Die Viecher sind mir sowieso egal. Die Nebulus, die fliegen momentan gerade auch. Lass mal gucken, wo wir hier überhaupt hinkommen. Oh. Ich habe die Verstärkung! Kein Bock auf euch, kein Bock auf die Verstärkung! Dixon, ich krieg dich noch! Wo kam die überhaupt her plötzlich? Verrückt! So, aber Leute, wie man sieht schon, wir sind bald oben und führt, wir sind bald schon der Porter. Tatsache, der Porter für Dixon. Und der wird uns auch garantiert dann nachher in diesem Part oder übernächsten Part mal gucken. Hier hoch, genau hier hin und da ist der Endkampf gegen Dixon. Ach du Scheiße, kommt er jetzt echt schon. Okay, Freunde, würde sagen, ich speichere jetzt trotzdem einmal hier ab. Wenn wir am nächsten Part nochmal ganz kurz runtergehen, noch ein paar Gegner verkloppen und dann gucken, wie es weitergeht bezüglich Juwelen schmieden, restliche Sidequests abschließen, sprich einfach mal kurz vorbeigehen, da sagen, hier ist ein Item, tschüss. Ein paar Erfahrungspunkte, Schulk ist bei der 77, ist schon mal gut, aber wir brauchen noch mehr, Freunde, weil das alleine, das genügt noch nicht. 77 ist zu wenig. Auf den Endkampf gegen Dixon wollte ich eigentlich schon 80 haben. Na, wir machen das am besten. Wir dürfen trainieren.
Ja, vermutlich mache ich so, dass ich euch mal einen Kampf gegen Dixon zeige. Ich kann trotzdem mal zeigen, wie das aussieht und so. Kann man meine Strategien überlegen. Und dann der richtige Kampf folgt wohl erst wirklich im übernächsten Part dann. Und da schon der nächste Part. Ich weiß nicht, leider muss ich erst mal gucken, wie das Ganze aussieht, wie stark er ist. Etc. etc. Und dann wird es wieder mal ein paar Tage. Wobei, nächste Woche ist sowieso ein Ostern. Karfreitag und so, Ostermontag, ja, wenn ich mir halt die Feiertage als Ausrede nutzen mache und wegen, ja, während dieser Tage halt kein Xenoblade Chronicles, da trainiere ich noch Level 80 und so, dann könnte es klappen, haben wir nach Ostermontag, in den letzten 4 Tagen kann man fast schon sagen, haben wir dann die letzten Parts im Abschluss gegen Dixon und Sans, weil sehr viel kommt da echt nicht mehr. Oh Mann, oh Mann. Ja, wie es genau weitergehen wird, das erwartet ihr im nächsten Part hier bei Xenoblade Chronicles. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal bei unserem neuen Dream Team. Angeführt vom Piraten Dunben. Yes, man. Ciao zusammen.